choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Let's play Honkai Star Rail. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Psychiater für Luca gespielt und jetzt sind wir hier schon wieder direkt vor dem nächsten Kampf. Ne? Wir sind nicht in der K.O.-Runde, wir sind in dem Hoffnungslauf. Wir müssen gegen Argenti kämpfen. Ne? Treffen sich zwei Rotschöpfe. Ne? Ich meine, ich stehe zwar auf Rotschöpfe, aber so habe ich mir nicht vorgestellt. Aber okay, so, ich würde dann sagen, wir gehen dann direkt da rein, ne, Argenti. ま、自分が戦ってる姿を見ることなんてできねえからな。その準備の騎士は俺のことを認めてくれっかな。準備の騎士なんて美学に厳しい組織みたいな名前だけど。<lacht> Machen wir diesen Idioten kaputt. Oh nein, das ist nicht unhöflich. Argenti ist mehr so ein Witzcharakter. Sein Trailer ist auch witzig. Der Typ ist so ein peinlicher Typ irgendwie. So, ich werde gewinnen. Ja, wir haben gegen Butel verloren letztens, ne? Ganz nebenbei. Hat schon erwähnt, da ha. Besiege die beschworene Objekte von Gegnern um eine große Menge an Atmosphärepunkte zu erhalten. Ich weiß genau, was für ein Team ich hier benutze. Nachdem alle Familien insgesamt 3 Ultimates eingesetzt haben, wird Faust der Tapferkeit ausgelöst und fügt allen Gegnern sowie angrenzenden Einheiten 5-mal feste Menge Windschaden zu. Junli muss hier dabei sein, ne? Ne? Argenti. Argenti gegen Argenti. Ne, ich habe mir gedacht, so. Warte mal, was sind denn seine Schwächen? Genau, normal, also physisch, Nihility und Eis. Ich habe mir gedacht, so Junli wäre perfekt. Warte mal, wenn wir unsere Ultimates aktivieren, ne? Das heißt, ich möchte meine Ultimates so schnell wie möglich aktivieren. Ne? Das haben wir Junli. Und ich tue Junli übrigens an der zweiten Stelle packen, weil es wahrscheinlicher ist, dass sie getroffen wird von der Perspektive, ne? Weil einige Gegner, die können ja irgendwie so drei Charaktere auf einmal angreifen, ne? Wenn die zum Beispiel hier, ich sag da mal mit dem Pfeil hier, ne? Wenn die zum Beispiel, keine Ahnung, den ganz linken Charakter angreifen mit ihrem Dreierangriff, dann greifen die den ganz linken und den Charakter an, ne? Wenn die den ganz rechten angreifen mit so einem Dreierangriff, dann greifen die sie und den Charakter an, ne? Und wenn ich die Charaktere, die kontern, in der Mitte im packe, dann ist es halt wahrscheinlich, dass sie getroffen werden, ne? Also wenn jetzt irgendwie wenn der Gegner irgendwie einen Dreierangriff hier macht, dann werden der und der Charakter auch getroffen. Das heißt, sie wird dabei getroffen. Und wenn der Charakter hier angreift, dann wird sie auch getroffen, ne? Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie halt getroffen werden. Aber, weil egal, wo sie dann steht, außer wenn jetzt der ganz rechts Charakter angegriffen wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie getroffen wird. Er hat schon seinen strategischen Grund irgendwie. So, 3 Ultimates. Also was, dann nehmen wir Feischau. Also alle Charaktere, die schnell ihre Ultimates dran haben, würde ich dann machen. Ne? Mache ich noch einen Support? Ich glaube nicht. Ich überlege gerade, wen kann man noch hier reinpacken? Jemand, der schnell sein Ultimate. Tingyun, genau. Kann ja auch ihre Ultimate aufladen oder die Ultimates von anderen Leuten. Warte mal, habe ich den Lichtkegel? Den habe ich letztens erst hochgelevelt, genau. Okay. So, ich meine, wir können die Charaktere steuern, ne, damit die halt ein bisschen Action sehen, aber lassen wir mal, ne. So. Okay, die Ultimates aller Verbündete werden sofort aktiviert. Was bedeutet das? Sofort aktiviert. Was bedeutet das? Also von Anfang an, am Anfang des Kampfes, für jedes besiegte Ziel erstellt Verbündeten 3. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Team hier.
wird schon klappen. Wir können nur mit Yunli die Schwäche erledigen, aber das glaube ich, oder mit der Ultimate von Fei Shao, aber das ist schon in Ordnung, glaube ich. Passt schon. Ja, lass mal los, ne? Zeit wieder ins Turnier reinzukommen. Ich habe jetzt irgendwie nicht geplant hier. Weißt du mal diese eine Bild? Weißt du mal diese eine Szene, wo wir die einmal kurz sehen? Das vor jedem Kampf ist er. Luca Starkan. Ja, warte, bist du es, Agenti? Wo auch immer ich hingehe, sehe ich dich. Stalkst du mich etwa? なぜかいつもあなたとお会いすること。僕たちの歩んでいる道は違えど、目的地は同じなのでしょう。おい、アゲンティは、あんちゃうことでも、カンフ決めですね。どこかで交わることは。ああ、友よ。 本当はもっとお話がしたいのですが、あ、別に、さっきみたいなテーマでアップスピードフェンスカンフェス。リベデンザインリード。今日の主役はあなたではなく、ルカさんなのですから。ああ、初めまして。アルジェンティだよな。名前は前もって、その実力も相当あるって聞いてるぜ。まあ、俺も強いけどな。 僕は初めてではありませんよ。何しろあなたとブートヒルさんが対戦された時あの場にいましたから。恥ずかしいところを見せちまったみてえだな。だがそれで俺を舐めてもらっちゃ困るぜ。いいえ、まさか。あなたが果敢にも一歩前に踏み出し実力差のある相手にも臆することなく立ち向かい拳を振るう姿は あまりに美しく、僕はずっと涙をこらえていました。んなこと言われると、こっちが恥ずかしくなるな。あんなひでえ負け方をしたんだ。ちっとも美しくなんかねえだろう。それは違いますよ、ルカさん。どうやらあなたの考えを正さなくてはいけないようですね。イドリラ様の教えに、勝者が敗者よりも美しいのような。 Das ist das erste, was der gemacht hat auf unseren Zug. Ja, ich erinnere mich. In seinem Companion Quest. Das erste, was der auf unseren Zug gemacht hat, ist irgendwie die Pflanze zu. Eine unserer Top-Pflanzen zu bestaunen. Zu sagen, das ist eine der schönsten Sachen, die er je gesehen hat. Das war für ihn, seine englische Stimme ist irgendwie viel witziger. あなたのことを高く評価しているとはいえ、演武天礼のルールに従い、僕たちは一戦交えないといけません。もちろん構わねえ。アルジェンティの期待を裏切らねえ戦いをするぜ。あれ、ロスベッツ。では試練を始めましょう。ルカさん。やばい。準備はよろしいですか？ルカさん。僕と一曲踊りましょう。ダイマコンタ。 準備のロンド。だからダイマ、ダイマ、ウルティメイトメイケ。だから、ダイマ、ウルティメイトメイケ。困りました。 Die Frage ist, wen werde ich jetzt hochballern? Sie oder sie? Ich würde sagen sie, ne? Das kommt, glaube ich, ja, zum Angriff, ne? So, ihr habt alle. Erwartet, ich muss Dinge erledigen, ne? Ja. So, warte, ich kann das ja noch auf Yunli einsetzen, sehe ich gerade. Obwohl, ich muss es einfach mal ausprobieren. Es wird nicht funktionieren, aber ich will es mal ausprobieren. Ne. Hat's nicht gemacht. Ja, ich muss ja die Gegner, die kleinen Gegner erledigen, ne? Damit das Ding sich da oben rechts füllt. Aber ah.
Oh Gott. Das Lied so schön, ne? Oh Gott. Ich nehme ein bisschen viel Schaden hier, da. Oh, sehr gut. So, oh, hi. Kann Horo mal kurz zum Schub kommen hier? Ich muss sie ja zum Heilen haben, bitte. Bevor wir ja weitermachen. So, jetzt aber. Okay. Ah, kann er auch die Dings erhöht. Aha. Ich hab gewusst, ich hab nicht eingesetzt. Okay. Jetzt gehen wir mit vollen Ultimates hier rein. Warte mal, du kommst ja nicht zum Zug. Ich mache es noch mal. So, warte mal, Juni kommt ganz zum Kontern hier. Doch. Ja, warte, erstmal. Juni hat ja eine zweite Ultimate-Leiste, ne? Und naja, ist das nicht verschwendet. Ja. Und wir heilen einfach mal. Nur so auf Sicherheit. Machen wir mal den hier. Machen wir mal den hier. Oh Gott. Ah, alle drei Ultimates, genau. So. Ah. Gut Team habe ich mir zusammengestellt für diesen Kampf. Ah. Oh mein Gott. Nein. Kommen Leute überhaupt hier so mit irgendwie, was hier, wie das hier alles funktioniert? So, bekommen irgendwie Leute irgendwie so, weil nicht so mit, so, ah ja, ich verstehe genau, was hier gerade machst, ja. So movesmäßig und so. Und da geht das ja einigen Leuten zu schnell. Ja. Dieser Wirbelsturm, der wird ja mal aktiviert, weil das ja so ein Effekt von diesem Event ist. So. Ja, dass ich alle drei Ultimates hier diesen Wind angefallen setze. Schon wieder voll geeilt hier. Ah. Sehr gut. Ja, die Strategie bei dem Typ ist eigentlich nur, es spawnt die ganze Zeit diese Schilde und Schwerter. Wenn man die schnell genug erledigt, dann buffen die den hoch. Wenn ich die erledige, dann kriege ich Bonus dafür. Ja, den sein Schaden wird gerade hier voll erhöht, habe ich gerade gesehen. Oh Gott, was war nochmal das Ding, ja? Kann ich nochmal nachgucken? Die Ultimates alle verbunden mit, ah ja, genau. Dann würde ich das nicht einsetzen. Nein. Cool. Die Gegner ja viel schneller erledigen, ey. Okay, der spawnt immer relativ schnell wieder.
Das ist voll einfach. Zum Glück tut er die ganze Zeit respawnen, ne? Oh mein Gott. Jetzt haben wir ihn gleich. Ja, dann mache ich dich kaputt. Ja, voll. Nein, immer noch nicht. Ja, ich heile uns mal hier. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ah, sehr gut. Ah, du bist weg. Du bist sowas von weg. Ich mache es noch mal. Ah, der lebt noch. Aber nicht mehr lange. Okay, der war gut. Ich habe, glaube ich, ein ziemlich gutes Team ausgewählt dafür. あなたの技術、知恵、勇気はいずれも武人としての準備が宿っています。アルジェンティが、ルカ選手の美を認めた。これが意味するところは。鉄腕のルカが演武天礼に戻ってくるということだ。ルカ選手のファンはどこだ。The crowd goes mild. ですね。認めてくれて本当に感激してるよ、アルジェンティ。いいえ、僕はただ選手の方から与えられた権限で、あなたが再びリングに上がることを許可したまでです。あなたは僕に認められる必要などありませんし、誰かに認められる必要もないのです。 アルジェンティの言葉は哲学的すぎて、俺にはちょっと理解できねえな。構いませんよ。ですが一つ覚えておいてください。あなたはもはや戦いの美の化身です。これは歴史とした事実であり、勝敗や他人の評価によって覆ることはありません。ああ、心に留めておく。そんで帰ってからもう一度じっくり考えてみるぜ。 ああ、それと演武天霊にはもう一人鉄腕を使う選手がいるそうです。もしあなたたちが出会い大切なことになれば、それはきっととても美しい舞となることでしょう。スパロック？とても美しい舞となることでしょう。スパロックってにすてきな。もう一人の鉄腕？どの選手だ？それでは失礼いたしますね。 Lukas, ne? Der ist ein Roboter. Aufstieg erfolgreich. Ha. Diesen Finger stecke ich euch in den. Etwas später bei der Pressekonferenz für die Stellare Kampfkunst-Serie und ja, wieder Interviews. Okay. Zunächst einmal. Ups, da war falscher Knopf. Zunächst einmal Glückwunsch an Luca zu seinem Sieg beim Wiederbelebungskampf. Wir haben wieder Trainer der Niro eingeladen, um Reporterfragen zu diesem Kampf zu beantworten. Kneifen. Wir bitten die Reporter vor Ort, sich für die vorgesehenen Bereich zu begeben und Abstand zu halten, während sie ihre Fragen stellen. Ich nehme an, ihr habt alle viele Fragen vorbereitet. Verstehen wir keine Zeit, lassen Trainer Daniro einen Report auswählen. Bitte haltet, behaltet die Zeit im Deck. Wir fangen jetzt an. Erste Sitzreihe, erste Reihe. Warum steht da erste Sitzreihe? Ist da immer nur erste Reihe. Zweite Person von links. Schieß los. Trainer Daniro, ich bin Kneifen, Sonderkorrespondentin der Kampfkunstnachrichten der Zhangzhou. Ich habe mich während des während meines Livestreams heiser geschrien, um für Lukas Wiederbelebungskampf zu werben. Hast du etwas zu sagen, Trainer Daniro? Ich dachte, wir sind. Ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Lukas ist unsere Mühe wirklich wert. Meine erste Frage betrifft die Gerüchte über einen möglichen Rückzieher. Es gibt eine Menge Gerede darüber, dass Teilnehmer Luca nach seiner Niederlage gebuchte sehr deprimiert war und kurz davor stand, den Wiederbelebungskampf aufzugeben. Zum Glück aber doch noch angetreten ist. Trainer Daniro, ist es wahr, dass er es vorhatte, nicht zu kämpfen? Das war tatsächlich der Fall. Aber zum Glück hat Luca es geschafft, neue Kraft zu schöpfen. Wir haben einen Geist in ihn reingesteckt und dann kam er wieder zu sehen.
Manchmal kommt man im Leben eben an einen Punkt, an dem man aufgeben möchte. Solche Gedanken sind nur menschlich, doch wahre Helden stellen sich ihre Schwächen, und ohne Zweifel ist Luca einer von ihnen. Es ist halt die Wahrheit hinter dem Drama, das fast zu einem Rückzieher geführt hätte. Zweite Frage: Da Luca so beliebt ist, sind sich viele Marken an seiner Zusammenarbeit mit ihm interessiert. Trainer Danilo, hast du irgendwelche Informationen zu Geschäftspartnergeschäften? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Wir sind dankbar für die Unterstützung durch alle Marken. Für Luca zählt jetzt aber vor allem den Kampf zu gewinnen. Das heißt, wir werden uns erst einmal nur damit beschäftigen. Falls irgendwelche Marken Interesse haben, sollen sie sich nach der Kampfkunstzeremonie an Lukas Agenten wenden, um einen möglichen Zusammenarbeit zu besprechen. Und dieser Agent bin ich. Ja, die Fragerunde ist beendet. Trainer Danilo, wir einen anderen Reporter aus. Vierte Person von links. Schieß los. Wie bitte? Wieso wurde ich ausgewählt? Stehe ich an der falschen Stelle? Also eigentlich habe ich mir noch gar keine Fragen überlegt. Wie peinlich. Bitte verschwende keine Zeit und stell deine Frage. Der Reporter von Jiaoqing Sport ist in letzter Minute etwas dazwischen gekommen. Deshalb bin ich als Vertretung hier. Bitte nenn mich Amateurreporterin. Meine Frage lautet: Was hat Teilnehmer Luca vor dem Kampf gegessen? Okay, das war eine lange Liste. Mal überlegen. Mach dich auf eine echt lange Liste gefasst. Sang-Lotus-Kuchen, Tapis-Rollen, Mungbohnen-Soda, Beeren. Fasanenspieße, Oma Chens Tofu, geschmortes Schweinefleisch mit Sternstau, frittierte fliegende Seeanemone, gebratene Biskorpi mit Zuckerbällchen, Rinderinnereien, Eintopf mit Chiliöl. Nicht mit 2 L. Mit Knoblauch durchgezogenes Schweinefleisch. Ist das von einer Speisekarte ab? Ist die Kampfkunstzeremonie im Wald ein Wettessen? Bitte stell deine nächste Frage, Reporterin. Ich muss noch eine Frage stellen. Mal überlegen. Trainer Nero, was hast du vor dem Kampf gegessen? Sport sind einfach nichts für mich. Ich glaube, ich sollte bei Kochsendungen bleiben. Ich habe eine Moderation von Kochsendungen arbeiten. So, oh Mann. Okay, genug der Fragen. Vielen Dank für deine ausschussreiche Antworten. Damit ist die heutige Pressekonferenz beendet. Wir bitten die Medienvertreter, den Bereich ruhig und geordnet zu verlassen. Ich werde nie im Leben die Kamera dran nehmen. Nie. Mal später beim Kiosk auf der Himmelsspalter. Zeitung. Zeitung. Interessant. Kann man sich ja noch mal später durchlesen, glaube ich. Die Reporterbande hat echt ein Händchen für Klickköder. Eine Schlagzeile ist riskanter als die andere. Also Luca ist wieder zu sich gekommen. Ich muss mich später ordentlich bei Herrn Schweif und Ho für ihre Hilfe bedanken. Ich kann nicht glauben, dass wir so viele Fans haben. Wir sind jetzt wirklich berühmt. Luca ist inzwischen bestimmt wieder in der Lounge. Gehen wir ein Stück und suchen ihn. Wer sind denn wir? So, war weg mit Swarok, der nächste Gegner ist. Boah, wie viele Leute hier sind. So, links. Chincha hat noch eine Reihe von Dokumenten wiedergestellt. Bring Luca hin. Er soll sie als erster sehen. Wir sind auf dem Weg. Wir kommen jetzt. Wir werden warten. Okay. だったら早く見に行ってみるか。今度こそイゴールが選手に来た理由がわかるといいけどな。メアプラット。 Okay. So, das ist das Ding, das hier haben. Muss schon sagen, wir sind ja so am Seufzen. So, irgendwie habe ich aber nicht gesehen, hat hier irgendwie Rätsel oder so nicht. Ich dachte, hier wären irgendwie so Rätsel oder so, die jetzt irgendwie freigeschaltet worden sind. Aber anscheinend nicht. Push on. Links, mitte. Ich glaube, Fushuan steht immer hier, ne?
Stimmt, Fushan steht immer hier, glaube ich. Das ist doch geil an Honkai Star Rail. Die Charaktere, die Hauptcharaktere, die tun wortwörtlich auch irgendwo hier irgendwo rumstehen und man kann sich mit denen unterhalten. Genshin hat das nicht. Ich will es nur mal erwähnen, ne? Shinsei wird normalerweise auch irgendwo hier rumlaufen, glaube ich. Links ist die ganze Zeit im Dings, in Bellabog, auf diesen Schneeebenen, weil sie einmal da am Campen ist. Serval ist in ihrem Laden, Bronya ist hier in ihrem Thronsaal hier, Clara ist bei der Robotersiedlung. Das ist cool, ey. Ich will halt Genshin auch, da die Hauptcharakter da rumlaufen oder so. Die siehst du nirgendwo, außer in der Teekanne, wenn du die freigeschaltet hast. Finde ich so kacke. Ich hoffe, es wird etwas über die Zhanzhou geben. Okay. Frau Shinsei. Aber Shinsei ist ja, glaube ich, auch irgendwie 100 Jahre alt mindestens, ne? Hat sie mal irgendwo irgendwann so casual erwähnt. では、その陥落寸前の市場を取り戻すために軍隊を派遣してくれるのか、イブラヒムさん。申し訳ありませんが、それはできません。全てのビジネスの決定は理性に基づいて行われる必要があります。あなたの故郷は資材物流部の業務範囲でわずか 0.005%の輸送力を占めているだけに過ぎません。さらに伝統事業部のリソース配分において、それはゼロに等しいほど小さな数字なのです。イブラヒムさん、あなたの言うゼロに等しいというのが俺の全てなんだ。先週同盟のラフに行って運試しをしてみるといいでしょう。彼らは聖典演武典礼を開催しています。 先週陣は仁義の志を掲げており、北条のために侵略された星をいくつも助けてきました。もしかすると彼らが慈悲をかけてくれるかもしれません。ですが忠告はしておきます。先週陣の試合はただのサイバーボクシングとはわけが違います。サイバーボクシング、 あなたは私とのたった10分間の会話のために、すべての賞金と商品を断りました。ですから、立ち去る時にはせめて私の心からの祝福を持って行ってください。静寂、大丈夫か？何でもないの。ただ見終わったら Solche Dinge passieren im Universum ständig. これはもうずっと昔のことだ。そうだよ。悲しまないで、静寂。これはただの歴史。歴史だからこそ余計に悲しく感じるんだよ。 イゴールはどんなにわずかな可能性だったとしても、希望にすがって誰かが故郷を救ってくれることを願っていた。復元中に千秋同盟って名前が出てきた時、運気軍がヤリーロシックスの救援に駆けつけて、そこにいる人滅軍団を全て倒した後、人々は危機を乗り越えた、なんて展開を願わずにはいられなかったよ。 でも、この後の記録が復元されてなくても、私たち未来に生きる人たちは事実がそうならなかったことをよく知ってる。イゴールの最後の希望だった千秋同盟も結局は彼の故郷を救わなかった。彼の努力は全て無駄に終わっちゃったんだ。いや、努力は無駄なんかじゃないぜ、静寂。 イゴールはその後、ヤリーロシックスに戻って、最前線で反物質レギオンと戦ったんだ。イゴール、そして彼のような大勢の人たちが、自分の体で
ベロブルグという絶望的だった都市を損護したんだ。俺は今演武天霊のリングに立って、あの英雄のように自分の故郷のために拳を振るってる。これこそイゴールの努力が無駄じゃなかったって証拠だろ。Ist er ganz eindeutig verwandt mit ihm? Er hat auch rote Haare, Metallarm, ne? Wurde schon irgendwie erwähnt? Weil es ein bisschen offensichtlich, glaube ich. Igor, が見たらきっと誇りに思うよ。イゴールが演武天霊でどんな活躍をしたのか、それがわからなかったのは残念。あの後、書庫へ行って本を調べまくったんだ。700年は長いようで短いけど、ちょうど動乱の時期に当たるんだよね。第二次北条戦争の余波が収まらないうちに陰月の乱が起こったの。それと出場選手名簿も探してみたんだけど、欠けてる部分が多くて、イゴールの名前は見つけられなかったんだよね。大丈夫だ。昔の伝説がわからなくても、俺が新しい伝説を作ってやるからな。演武天霊のリングで俺のこの拳がイゴールの物語を書き直してやる。見ててくれよな。うん、楽しみにしてるよ。期待してる。Cool. Aber eine Nebenquest? Sieht das Teilnehmerbrett an. Da muss ich nicht normalerweise in diesen einen Brett gehen, um zu gucken, wer wenn ich als nächstes bekämpfe. So, wer will jetzt aufs Maul? Da muss ich als Dingskämpfe machen, ja. Pause ist vorbei. Kandidat Luca, bist du bereit, weiter zu kämpfen? Ich weiß, kann man warten. Fangen wir an. Nur keine Ahnung, schauen wir uns das Profil des Gegners für den nächsten Kampf an. So, Swarok. Ja, sieht schon so aus. Mysteriöser, starker, aber ja, Swarok, da ist sowas von Swarok. Der Champion des K.O. dieses K.O.-Kampfes ist starker. Wer ist das? Egal, wer dieser starker ist. Wenn du ihn herausfahren willst, musst du zuerst Qualifikationskämpfe bestreiten. So, um genügend Punkte zu erhalten. So, genau darauf habe ich gar gehofft. Und Stellaron-Jäger Sam? Karmisches Irrlicht. Soll ich die machen noch? Ich habe jetzt irgendwie gerechnet, dass jetzt irgendwie eine Nebenquest oder so kommt, aber wenn jetzt hier nur noch Kämpfe kommen, dann können wir die auch noch machen, ne? So, erst einmal, ich glaube, ich bin nämlich kurz davor, setze Eidolon für Berz freizuschalten, ne? Sehr cool, auch mal, ja, boom. Jetzt haben wir das Eidolon für 7. März. So, sind gar nicht mehr so viel übrig. Also weiter machen wir die Kämpfe auch noch. Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt noch so eine Nebenquest, die wir jetzt wieder hier machen müssen, ne? Aber ist sogar kein Platz mehr für eine andere Quest. Dann machen wir die anderen Kämpfe auch noch, ne? Letzten habe ich mal übersprungen. Aber ich will jetzt nicht zwei von diesen wichtigen Kämpfen in einem Part machen, deswegen mache ich jetzt hier die anderen Kämpfe auch noch. Kommen mal ein bisschen Action, ja. So, sie hat jetzt ihr letztes Eidolon, sehr cool. Haben wir März maximiert. Nach dem Einsatz des Ultimates den verursachten Crit-Schaden des nächsten verstärkten Standardangriffs um 50%. Wenn sie jetzt ein bisschen mehr Crit-Chance hätte, wäre natürlich perfekt. Das beste Mädchen der Welt. Oh. Okay. Weil ihre Crit-Chance ist nur 22. Was nicht so gut ist. Ich bräuchte was Besseres für sie. Na gut, dann kloppen wir uns noch mit den beiden Gegnern, ne? Ich weiß nicht, was das andere ist. Ich glaube, das andere ist wieder so eine Nebenquest. Die werde ich dann wahrscheinlich dann würde ich sagen, den mache ich hier offscreen, ne? Aber vorher machen wir erstmal hier die beiden Kämpfe noch, ne? Haben wir ja noch Zeit für, ne? So, Stellaron-Jäger Sam, na klar. Nächste Gegner ist mal sehen.
Ein Stellaron-Jäger? Es ist Sam, noch grausamer, brutaler und gemeiner als alle anderen. Ich bitte dich, Luca, du musst das Handtuch werfen. In der nächsten Runde darfst du auf keinen Fall antreten. Ja, obwohl Sam wäre eigentlich auch eine Wahl gewesen, ne? Metallarm und so. Warte noch, Kamera. Wer ist Sam? Und warum nimmst du mich plötzlich aus dem Turnier? Dieser Kerl ist unmöglich der schlimmste Verbrecher überhaupt. Wohl wirklich. Bei Gelegenheit erzähle ich dir mehr, aber jetzt müssen wir unbedingt aus dem Turnier aussteigen. Das meine ich tot ernst. Vielleicht ist Sam hier mit mir abzuhängen. Abhängen. Trainer Daniel, wie kommst du, dass du so viele Leute kennst? Ich schick Sam einfach eine Nachricht und frag nach. Was? Nachfragen? Seid ihr beiden Kumpels oder was? Trainer, du musst mir beibringen, wie man es wohl mit den Guten als auch mit den Schurken aufnimmt. Du warst heimlich bei der Kampfkunstzeremonie? Warum hast du mir nichts gesagt? Das bin ich nicht. Ich würde nie so etwas Unförmiges tragen. Moment mal, Silberwolf ist seit einigen Tagen auf der Lauf, wo wir sie uns einen Streich spielen? Ja, sie ist in einem anderen Event, genau. Ich rufe sie mal an und frage sie, Moment. Sie hat sich vor Lachen auf den Boden gekugelt, als sie das gehört hat. Sie lacht immer noch, Moment. Sie kriegt kaum noch Luft vor lauter Lachen. Sie hat aufgehört und weiß alles von sich. Anscheinend nimmt jemand unter meinem Namen an der Kampfkunstzeremonie teil. Ich dachte, du hättest nur eine neue Ausrüstung oder so. Dann hat sich also jemand, als du ausging. Wieso sollte ich eine neue Ausrüstung tragen? Luca wird dir helfen, diesen Witzbold eine Lektion zu erteilen. Wer ist Luca? Aber es ist ja nichts Schlimmes passiert, also bitte nicht übertreiben. Dann gibt es also nur einen Witzbold. Dann gibt sich also nur ein Witzbold als Stellaron-Jäger aus. Da hat er echt Glück, dass er auf Luca getroffen ist und auf keinen echten Stellaron-Jäger. Bei so einem würde ich wohl nicht mehr mit einer Lektion hervorkommen. Na schon, ich muss mich jetzt auf die Arena vorbereiten. Wir können das nicht durchgehen lassen. Identitätsdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt. Okay, wir müssen gegen diese Mülltonnen kämpfen. Für Gegner ein Schwächebuch zu. Schwächebuch durch Vollgang verbünden um 50%. Schwächebuch, kein Ding. Ich sehe schon jetzt. Ob. Genau, machen wir mal so. Nein. Wer wird mir empfohlen? Felschau und 7. März. Ja, den 7. März, jetzt wo sie ihr Dings hier erhöht hat, ne? Auf jeden Fall. Dann nehmen wir Felschau. Ja, ne, weißt du was? Bring den echten Sam rein. Warum denn nicht? Wen suche ich hier nochmal? Mein Gott, Felschau. Und 7. März, genau. Ultimates werden sofort aktiviert. Den Aussetzen von Folgen wird der erlittene Schaden des Ziels um 10% erhöht. Vierfach stapelbar, cool. Und ich habe viele Folgeangriffe, sehe ich gerade, bis auf. Oh, ich werde so lachen, wenn jetzt Sams Thema abgespielt wird im Hintergrund. Liebe Zuschauer, willkommen zurück in der Arena der Qualifikationskämpfe für die Stellare Kampfkunstzeremonie. In diesem Wettkampf haben wir auf einer Seite den aufstrebenden Star, Lukas Starkarm. Auf der anderen Sam von den Stellaron-Jägern. Meine Güte, nicht zu fassen. Keiner der anderen Stellaron-Jäger ist auch nur annähernd so brutal. Was wirst du tun, Luca? Wirst du jetzt mit diesem schrecklichen Gegner aufnehmen? Soweit ich weiß, ist Sam nur eine Person. Warum stehen dann drei Sams vor mir? Wir sind die Sams-Serienmodelle. Ich bin Einheit 01. Ich bin Einheit 02. Ich bin Einheit 03. Wir drei sind die berüchtigten Stellaron-Jäger. Am liebsten mögen wir es zu prügeln, zu zerstören und Kinder zu fressen. Ah, ziehst du schon vor Angst? Du kannst immer noch aufgeben. Was hat es dir vor Angst die Strafe verschlagen? Das Survival bringt mich diese dumme Rede nur noch in den Verstand. Kommen wir doch gleich zur Sache und regeln das mit der Faust. Hoho, ganz deiner Meinung. Ja. Wie die Massenposition. Ah. Ah, ich finde es so schade, dass wir nicht hier. Ja, diese Dinger muss man ja normalerweise so schnell wie möglich brechen, weil jedes Mal, wenn man die nicht bricht, dann
verstärken die sich jedes Mal. So. Ich sag dir mal einen echten Sam. Oh. Nein, ich habe nicht genug Dinger. Oh, ich kann ihn gar nicht brechen, sehe ich gerade. Oh, nee, auch nicht. So. Genau, wenn die einmal gebrochen sind, dann verschwinden die wieder. Aber warte mal. Feuer. Das haben alle eine Feuerschwäche, sehr gut. Das Problem ist, je länger die am Feld sind, desto stärker werden die. So. Warte mal, ist ja eigentlich. Warte mal, sie übernimmt da die Schwäche von Fei Shao, also Wind, also das Element übernimmt sie. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Wind und Feuer hier auf dem Feld. Sehr gut. So. Aua. Jawohl. Ah, Mann. Was? Na komm. Warte mal, wenn ich den einen dann gebrochen habe, ist er dann schon sofort tot? Weil wenn man die bricht, das erste Mal, dann sind die sofort tot. So. Da kommt noch dieses dran. Ja, ich glaube, es ist sogar wichtiger, vier Gegner also wie möglich zu brechen. Ne? Ja, guck mal hier. Ich glaube, wir haben es schon. Wenn er jetzt sofort danach stirbt. Ne. Ich gehe mal wieder. Ah, fast. So. Machen wir dich kaputt. Nein, immer noch ein. Was hier? Aber das reicht nicht. Da wird er mal weniger. Schwäche geht da mal weniger runter. Oh ja. Jetzt haben wir dich. Ich die Prüfung ist laut der Tonne bestanden. Von Tonne. So, jetzt möchte ich erledigen. Da so, und du. Krieg ich den down? Ja, ne. Oh ja. Mein Gott, 200. Aber glaube ich ein kritischer Treffer dann, ne? Oh, der ist weg. Boah. Kumpel, hör bitte auf, so zu schlagen. Wir geben uns. Ich hätte das so witzig gefunden, wenn jetzt hier im Hintergrund Sams Kampfthema im Hintergrund abgespielt wäre. Da wäre so viel witziger gewesen. Wir sind gar keine Stellaroniga. Wir halten deine Stege nicht länger aus. Unsere Ausrüstung ist auch nur geliehen. Wenn sie kaputt geht, wird das mächtig teuer für uns, Kumpel. Schaut euch nur mal an. Warum gebt ihr euch jemand als jemand anders aus? Weißt du eigentlich, wie es... Was ist für... Weißt du eigentlich, was ist ein Fan unseres Livestreams, der meint... Ne, nochmal. Weißt du eigentlich... Eigentlich war es ein Fan unseres Livestreams... Er meinte, dass wir drei Naturtalent sind. Mein Gott. Wenn wir eine Show abziehen, die in der wir Sam nachahmen, können wir zeigen, dass wir es echt drauf haben und einen Haufen Kohle machen. Ein Livestream, um Sam nachzuahmen, Naturtalente, das ist mir zu hoch. Keine Ahnung, was ihr damit sagen wollt. Jedenfalls hat mein
Trainer mit Sam gesprochen. Er findet es gar nicht witzig, nachgemacht zu werden. Also hört bitte auf. Ihr wollt doch sicher nicht, dass der echte Stellaron-Jäger an eure Tür klopft, oder? Absolut nicht. Wir ziehen uns einen ganz anderen Livestream auf, wenn wir zurück sind. Keine Spielereien mehr. Das Ergebnis ist eindeutig. Der Gewinner dieses Kampfes ist Luca Starkarm. Die Livestream-Plattform können für Luca weitere Naturtalente im Petto haben. So, jetzt habe ich diese eine Quest, glaube ich, freigeschaltet, die ich jetzt machen kann. Aber einige Zeit später. Darum will ich mich aufscreen kümmern. Weißt du, so eine kleine Nebenquest so dazwischen. Will ich jetzt nicht auch noch aufnehmen. So, was habe ich jetzt hier freigeschaltet? Tapir. Haustier. Die Belohnung ja schon lange gesehen, aber was bedeutet das? Habe ich da noch ein Tier auf meinen Zug? Er spricht damit mir. Sie erinnert mich an Natascha. Hallo Teilnehmer Luca und deiner oder nee, also das ist die Quest, glaube ich. Ne? Das ist ein Ausrufezeichen. Du hast jetzt ein Haustier, beschwöre es. Wow. Oh, beschwören. Du kannst dein Haustier jederzeit aus deinem Inventar beschwören oder zurücksenden. Okay, cool. Was mich echt stört, ist, ich hatte mal irgendwie so in einem einen Event hat man hier so ein kleines Schweinchen irgendwie so bekommen, ne? Auch so ein Schweinchen, hier eins von diesen anderen Schweinchen, die man im Kampf bekämpfen kann. Und jetzt kann man diese Quest hier machen, ne? Aber will ich noch nicht. Das müssen wir ja gegen ihn kämpfen. Ich nehme an, die Quest wird nicht verschwinden, wenn wir jetzt hier weggehen. Ja, die. Den konnte man sich als Haustier irgendwie mal freischalten. Und ich habe den irgendwann mal, ich wollte mal irgendwie, du hattest irgendwie so verschiedene Auswahl von Namen, die du den gehen konntest, ne? Und ich habe aus Versehen irgendwie hier einen Namen angeklickt und das Spiel hat dann gesagt, so ja, so heißt das Ding jetzt. Und ich wollte den gar nicht nehmen. Jetzt heißt er irgendwie Fellknoll. Ich wollte ihn irgendwas anderes nennen, aber jetzt habe ich den aus Versehen so genannt. Jetzt kann ich ja nicht mehr ändern. Ich würde es wirklich gut finden, wenn man das irgendwie ändern kann, ne? Dass man irgendwann mal den Namen des Schweinchens ändern kann, weil das war ein Versehen und ich würde das gerne ändern. So, wir machen nicht noch. Herr Schweif, was macht der denn bei der Kampfkunstzeremonie? Er hat sich einen ziemlich schrägen Teamnamen ausgesucht. Kamisches. Ehrlich, klingt wie ein Dämon aus einem Junjo Fancy Roman. Das Leben ist hart. Schweif muss sehen, wo er bleibt. Wirklich, das Geld bei der 10 Fürstenkommission ist doch gar nicht so schlecht. Ich stehe in Schweifs Schuld, was auch immer ihn dazu bewegt hat. Ich werde mein Bestes geben. So kann ich mich bei ihm revanchieren. Ich bin bereit für die Arena. So, ich wusste, wir kämpfen gegen ihn. Das ist der Boss aus diesen, wo wir Ho-Oh zum meisten erstmal begegnet sind. Das ist irgendwie so ein riesiges Auge, da tut die ganze Zeit Gegner spawnen. So, setzt die Gegner an erster Stelle der Teamformation den Ultimate ein, erhält sie eine große Menge Atmosphärenpunkte. Den durch Ultimates verursachen Schaden um 60%. In der ersten, alles klar. Härter. Ah ja, weil viele Gegner, ne? Dann möchte ich wahrscheinlich wieder ähnliches Team wie vorhin, ne? Wo ist die Tignon? Weil wir gegen eine Menge Gegner kämpfen, ne? Wen hatten wir noch nicht? Wenn mal jemanden haben, den wir ja noch nicht oft gespielt haben, den wir noch nicht oft dabei hatten. Wen hatten wir nicht? Sollen wir mal ein 4-Sterne-Team bis auf Ho-Ho nehmen? Wen hatten wir denn hier noch nicht so? Jemand, der viele Gegner angreifen kann, am besten habe ich aber nicht gerade hier. Wir nehmen Kafka, wäre nicht schlecht.
Keine Ahnung. Komm, irgendjemanden. Nehmen wir wieder. Was sind die Schwächen hier? Sieht man nicht. Nehmen wir. Nehmen wir Kafka. So. Feuerangriff. Drei Energie. Ja. So, ist ein bisschen bunt zusammengewirbeltes Team, aber wird schon klappen, ne? So, und ich habe Power mitgenommen, habe ich gerade gemerkt. Gegen Schweif. Liebe Zuschauer, willkommen zurück in die Arena zur Qualifikationskämpfe für die Stellar Kampfkunstzeremonie. In diesem Wettkampf haben wir auf der einen Seite Lukas Starkarm und auf der anderen Seite das karmische Irrlicht, Herr Schweif. Herr Schweif, warum nimmst du an der Kampfkunstzeremonie teil? Ich will mich nach dem Gesundheitszustand erkundigen. Was sonst? Ihr Menschen nimmt nennt das doch einen Gesundheitscheckup, oder? So wie du in Form bist, scheint meine Behandlung gut zu wirken. Ja, mir geht es wieder blendend. Ich bin wirklich dankbar, Herr Schweif. Halt, halt auf. Und ich sagte auch schon, ich kann es nicht leiden, wenn man mir dankt. Ich werde mich persönlich von deiner Genesung überzeugen. Kannst du diese Schläge abwehren? Kein Problem, fangen wir an. So, ausgeteilt. So, ja, ich weiß, ich weiß. Das ist der Boss, den man besiegen musste. Als man Horus Event Quest hat, wer es mal gespielt hat. Da kommt gleich wieder dran. So, dann müssen wir ganz offensichtlich härter hier hochballern, ne? Ja, das Blöde ist, das Auge kann die ganze Zeit die Aktion der Gegner vorziehen. So, boom. What? Wir müssen eigentlich nur Gegner erledigen, um dafür zu sorgen, dass die HP von ihm runtergehen. Alter, warum ist ihre Ultimate schon wieder da? Green. Wenn sie die ganze Zeit ihre Dings einsetzt, kommt sie direkt wieder dran. Da, warte. Nix da. Hättest du wohl gern. Weiß nicht, warum ihr Ultimate schon wieder voll geworden ist dadurch, aber okay. Ja. Na, greif mal dich an. Machen wir mal den hier zur Sicherheit. Ja, okay. Nein. Bam. Tisch. Ah, mehr Gegner. Ja, ich war doof. Jetzt habe ich durch meine anderen Dinge hier die Ultimate erhöht. Oh, er hat ja nur einen Balken sich gerade. Normalerweise hat er mehrere Lebensbalken. Das war voll easy. So, nehmen wir die Energie. Boom. Nehmen wir mal den hier. Nochmal den hier, noch mehr Energie. Ich weiß nicht, was diese 6 über Herthas Namen bedeutet, aber okay. Ja. Nein. Ich komme jetzt an, nicht ihr. Jawohl. Ja, von Hertha, also sie hier, haben man irgendwie so ein Bild gesehen online, das mir Jojo gezeigt hat,
Und da sieht man irgendwie ihre originale Form. Weil sie ist ja nur eine Marionette. Sie ist nur. Sie wird ja gesteuert von irgendwie der echten Hertha. Da sind irgendwie Leute voll durchgedreht, hat sie zum ersten Mal so eine Silhouette, so eine. Also man hat sie nicht komplett gesehen, man hat nur so ein bisschen was von ihr gesehen. Wie sie da so am Sitzen war. Mit so einem Buch vor ihrem Gesicht. Und keine Ahnung, das war irgendwie in einem von diesen Streams. Die machen ja immer so Streams hier online, so stellen neue Charaktere vor, stellen irgendwie vor, wo es in der Story und so geht und was weiß ich nicht alles. Ich guck mir halt ja alles nicht an. Und ja, keine Ahnung, da wurden irgendwie alles die neuen Charaktere und so enthüllt, aber worauf sich alle Leute konzentriert haben, ist wie die echte Form von Hertha aussieht. Ja, sozusagen die Show gestohlen. Dabei hat man die noch nicht mal richtig gesehen. Dabei hat man nur irgendwie so ein bisschen was von ihr gesehen, so ein bisschen von ihren Unterkörper irgendwie so. Die hat irgendwie so mit gekreuzten Beinen irgendwie gesessen, mit einem Buch vor ihrer Nase. Man hat gar nicht ihr Gesicht und so gesehen, aber das ist das, worauf alle Leute geachtet haben. Außerdem kommt wieder irgendwann ein neuer Spielmodi im simulierten Universum. Das ist immer geil. Simulierte Universum, das ist ja so der Endgame-Modus dieses Spiels. Wenn da wieder neue Inhalte kommen, dann ist das sowieso wieder klasse. Aber bis jetzt war halt immer klasse. Da gibt's schon irgendwie 3-4 verschiedene Spielmodi, sind alle geil. So, du hast echt was drauf. Meine Behandlung scheint äußerst erfolgreich zu sein. Na klar, schließlich bist du der unbesiegbare Erschweif. Hey, so viel steht fest. Okay, ich muss los. Du sollst dich auf deine Kämpfe konzentrieren. Ho, und ich warten auf die guten Nachrichten, als dass du es bis zur Titelverteidigung geschafft hast. Reißt schon ab. Können wir uns unterhalten, wenn wir in der Arena fertig sind? Das wird nichts. Das Geistliche erlaubt mir nur, für höchstens 2 Stunden zu verlassen. Wenn ich nicht bald zurückkomme, dreht sie durch. Bis zum nächsten Mal. Es war ein grusiger, aber gleichzeitig friedlicher Kampf. Wir gratulieren Lukas Starkarm zu einem weiteren Sieg. Underdog. So. Jetzt muss ich hier wieder zu dieser Tafel hier, wo wir dann sehen, gegen wir mal kämpfen, ne? Ja, es ist ziemlich offensichtlich, dass es Schwarok ist, aber ja. So, ich gehe jetzt noch hier hin und meine Belohnung ab, ne? Ah, ich habe sogar echt Belohnung. So. Ich habe so viele Erfahrungspunkte, ich benutze die gar nicht. Was hat die eigentlich? Okay. Meine schon ein bisschen offensichtlich. War ein bisschen Spoiler, habe ich gerade gesehen. So, kann ich immer noch diese eine Quest machen? Ja, ne? Von Qualifikation. Ja, kann ich mal noch machen. So, die Quest ist, glaube ich, wieder so wie die andere. Also da wird nichts irgendwie synchronisiert und so. Da ist wie so eine Weltquest. Die mache ich offscreen, ne, um uns ein bisschen Zeit zu sparen. Und beim nächsten Mal kämpfen wir eindeutig gegen Swarok. Also Swarok ist hier von Clara, hier dieser Roboter, den wir ganz am Anfang gesehen haben, ne? Sieht man den hier? Ja. Das ist sogar das Bild von dem, nur ausgegraut. Weil der hat ja nicht seine eigene Art, der hat ja nur die mit Clara. So, Alter, ein Haustier. Wow. Spuren des Meteors. Alte 20 Figuren, alte 10 Typen von Lichtkegeln. Ihr Flugger, alle Qualifikations... Ihr Flugger, alle Qualifikationskämpfe, der Stan... Oh, kommen danach keine mehr? Also, wer ist mit wem zusammengestoßen? Rashomon. Ich habe festgegangen, 6 Alpha-Credits. Beleidige jeden Pipizianer, den du triffst. Auf die dreiste Art. Die Menschen verstehen sich letztendlich nicht untereinander. Omakase, gib den Kunden 5-mal das falsche Getränk. Ach, das ist das eine Minispiel. Erhalte die Schallplatten von Robin. Ich weiß gar nicht, was die meisten hiervon überhaupt sind. Die ganzen Achievements. Aber irgendwann merke ich schon. Gut. Wir haben noch 2 Tage, 3 Stunden.
wird genau passen, ne? Ich habe übrigens gesehen, Sparkle, also hier Sparkle, ne, soll irgendwie, ich glaube, Collab bekommen mit Honkai Impact Third. Ich weiß nicht, ob sie nur irgendwie kurz so einen kleinen Gastauftritt hat oder ob sie sogar ein spielbarer Charakter wird in Honkai Impact Third, aber so oder so ziemlich geil. Das Coole an Honkai Impact Third ist auch Fischl, hier mein Lieblingscharakter aus Genshin Impact, ist auch ein spielbarer Charakter in Honkai Impact Third, schon seit einer langen Zeit sogar. Deswegen wird es langsam irgendwie ein bisschen schwierig, ja, nicht irgendwie interessant Interesse an Honkai Impact Third wieder zu bekommen, weil jetzt es sind zwei meiner Lieblings Mihoyo Charaktere schon in dem Spiel drin. Also Fischl und Sparkle, ne? Wenn jetzt noch Furina oder so aus Genshin Impact da reinkommt, ne? Oder Silberwolf, dann weiß ich, dann muss ich irgendwie vielleicht doch mal irgendwann wieder anfangen, ein Spiel zu spielen. Ich glaube, Fischl war sogar nicht ein limitierter Charakter oder so, ne? Ich glaube, sie kann man irgendwie sogar, wenn man genug gegrindet hat, irgendwie, da waren ja einfach viel zu viele Sachen, die haben mich voll überfordert, was denn alles hat, ne? Und ich glaube, es hätte gar nicht so lange gedauert, bis man sie freigeschaltet hat, wenn man ein bisschen gegrindet hat. Aber ich habe das Spiel nicht gespielt so lange, deswegen. Und ja, in Genshin Impact gab es ja auch mal ein Collab hier. Aloy von, ich weiß nicht, wie heißt das? Horizon Zero Dawn. Dieses eine Spiel über diese Frau mit den orangen Haaren und dem Bogen, die gegen Maschinen kämpft, die ja so ein PlayStation Exclusive Titel ist, das. Ja, die war auch mal kurzzeitig ein Collab in Genshin Impact, ne? Ich wünschte, in diesem Spiel gibt es irgendwie mal ein paar Collabs, ne? Ja, wäre doch mal geil, ne? Weil es ja, keine Ahnung, wenn die Fischl hier irgendwie ein spielbarer Charakter wäre, ne? Aber wahrscheinlich nicht, weil die ist ja schon in Honkai Impact, ne? Aber irgendein anderer Genshin Impact Charakter oder Honkai Impact Charakter. Obwohl Honkai Impact wird jetzt nicht so Sinn machen, weil es gibt schon einige Charaktere in diesem Spiel, die so Anlehnungen an Honkai Impact 3 Charaktere sind, Zuschauer zum Beispiel. Und ja, oder Bronja. Deswegen, ja, wird das nicht so einen Sinn machen, ne? Tisch. Aber wäre geil, wenn mal ein paar Genshin Impact Charaktere hier spielbar wären, ne? Andersrum wäre ein bisschen schwieriger, weil da musst du immer drauf achten, na, gibt es das Element in Genshin Impact? Also du könntest zum Beispiel hier keinen Quantum Charakter in Genshin Impact reinpacken, weil ja halt, ja, dieses Element gibt es nicht in Genshin Impact, ne? Aber von Genshin Impact hierhin wäre ein bisschen einfacher, ne? Weil du hast ja auch Eischaraktere, Feuer, Wind und so, ne? Und andersrum wäre auch ein bisschen schwieriger, weil bei Genshin Impact da gibt es ja nur, ich weiß nicht, 5 oder 6 verschiedene Waffenarten, ne? Also Stangenwaffen, Zweihänder, Einhänder, Bogen und Katalysator oder Magiebücher, ne? In dem Spiel kannst du ja wortwörtlich alles machen, ne? Hier gibt es ja keine Waffen, ne? Ich meine, du hast ja zwar Waffen, hier diese Lichtkegel, aber du kannst ja wortwörtlich jede Waffe hier reinpacken, ne? Ich meine, sie kämpft mit Mahjong-Steinen, ne? Sie kämpft mit Mahjong-Steinen, sie kämpft mit einer Pixel Blade, ne? Sie tritt Gegner ins Gesicht. Also hier kannst du ja wortwörtlich alles machen, weil die Charaktere keine Ausrüstung haben, ne? Die haben alle feste Waffen und so. Deswegen wäre das schon ein bisschen machbar. Ich hoffe nur, das wird irgendwie mal der Fall sein. Weil wäre nämlich ziemlich cool. So, genug geredet. Wir machen weiter. Ich mache diese eine Quest hier offscreen, ne? So wie die andere Quest, ne? Diese hier. Und guck mal, was da ist, ne? Ich glaube, das ist wieder eine unsynchronisierte Quest. Von daher tue ich die offscreen machen, ne? Um uns ein bisschen Zeit zu sparen. So. Dem anderen kommt keine Qualifikationskämpfe mehr, ne? So, da kann ich noch mal versuchen, offscreen zu machen. Zeit von vorne und schreibt die Mission auch, wenn du Applaus versuchen wir 12 Taktiken, die kriegen wir ja immer, wenn wir die Bosse erledigen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, wir kriegen auch eine, wenn wir hier machen, ne? Stand da, glaube ich. Oder? Belohnung, ne, wir kriegen nur die Dinger hier. 5 Stück davon. Kriegen wir dafür? Ja, da kriegen wir dafür. So, die mache ich offscreen, ne? Und beim nächsten Mal machen wir uns dann hier auf den mysteriösen Star-Kam.
Na, ne, gucken wir mal, wer das ist, ne? Obwohl es ein bisschen ziemlich offensichtlich ist, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar dazu. Mich voll freuen, dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.